Tarsa aus Berlin. Heute machen wir einen Ausflug. Also ich mache Ausflug und nehme euch mit. Und zwar fahren wir heute in die Wittenauer Straße 72 bis 74 ins Bausteinreich. Bausteinreich? Google sagt, das ist ein Spielwarengeschäft, aber ich kann euch sagen, es ist das einzige Geschäft für alternative Klemmbausteine in Berlin. Ja, also in Berlin. Nicht bei Berlin, wie diese anderen, sondern in Berlin. Da besuchen wir den Marco. Ich schaue mir den Laden mal an. Ich bin das erste Mal da. Wir führen wahrscheinlich ein kleines Interview, gucken mal, was da so geht. Ich filme ein bisschen und dann haben wir einfach mal Bausteinreich gesehen. Also, wer hat Lust? Alle? Okay, dann kommt mit. Angekommen, 45, 46 Minuten gebraucht, kein Stau, 23 Kilometer und ich habe die Stadt nicht einmal verlassen. Ja, Fluch und Segen zugleich dieser riesigen Stadt. Wir sind jetzt in der Wittenauer Straße 72, 74. Geh gleich mal rein, schau es mir an, quatsch ein bisschen mit den Jungs und dann gucken wir mal, was da so erzählt und angeboten wird. Ansonsten strahlt die Sonne rein. Ich bin etwas. Ich sehe gut aus, oder? Danke. Das helle Licht steht mir. Ja, Weidmannslust, Wittenau, Märkische Viertel ist auch nur 5 bis 7, 8 Minuten entfernt. Das ist das Viertel, in dem Sido, also dem Sido seinen Song Mein Block gewidmet hat. So schlimm wie er singt, ist es nicht. Wohl ist eine Menge Geld ins Quartier. Ist jetzt ein schöner Ort. Hab da schon mehrfach Wohnung geräumt. Picobello dort. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zum Bausteinreich und schauen, was so geht. Stell dich mal kurz vor, oder anders gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Klemmbausteinladen zu machen? Halt dir mal dieses komische Mikro und mein anderes ist leider kaputt. Naja, also ist so, wir haben das 2008, 2009 haben wir das schon mal gemacht, also probiert. Ja? Keinen Laden, da hatten wir von Kobi den Generalvertrieb für Ostdeutschland. Und da war es so, dass wir zu den Spielzeugläden gegangen sind und die das auch super akzeptiert haben, weil da hatten sie ja noch Römer und Barbaren und sonst was. Und ja, dann ein paar Wochen später kam immer der Anruf, ja, schönen guten Tag, Lego war da. Wenn wir weiter Lego haben wollen, dann dürfen wir euch nicht haben. Ah, verstehe. So, und dann haben wir uns dann 2 Jahre angeguckt und dann haben wir gesagt, okay, das bringt irgendwie nichts, das lassen wir mal sein. Also da war die Zeit einfach noch nicht reif. Die Leute, die waren noch nicht bereit für andere Alternativen in dem Umfang, wie es jetzt ist. Inzwischen hat sich ja Kobi durchgesetzt in den letzten 2 Jahren, auch aufgrund von, sagen wir mal, äußeren Umständen, hatten ja viele Leute Freizeit und haben sich ein neues Hobby gesucht. Und ja, da wir ja sozusagen Feuerwerk machen und Feuerwerk auch betroffen war von diesen äußeren Umständen, also keine Partys, keine Events, nichts mehr, haben wir uns gedacht, was machen wir mit unserer ganzen sinnlosen Zeit und ja, mit diesem Klemmbausteinladen aufgemacht. Ja. War erst die Idee der Laden oder erst online oder war gleich Konzept Naja, zusammen? nee, also eigentlich erladen online ist ja sozusagen, gehört heutzutage zum guten Ton, du musst irgendwie ja, bei den Plattformen vertreten sein. Und so kann dann auch jeder online halt bestellen. Die Berliner können hierher kommen, ganz normal, kein Problem. Oder auch Leute, Banding und sonst woher, ja, die können auch herkommen, ist auch kein Ding. Online kannst du halt einfach bestellen und dann schicken wir zu. Das ist dann nicht so wild. Hier im Laden kriege ich genau das gleiche wie online. Oder ist das unterschiedlich? Naja, also Wo kriegen mehr? online ist unterschiedlich. Also sind halt Sachen, die wir zum Beispiel von anderen Anbietern zukaufen, die hier denn, da haben wir ja bloß 3, 4 Sets von Ah, ich und verstehe. die sind Also, dann, da lohnt sich das das nicht lohnt mehr sich im dann zu Online. stellen. Genau. Und gibt aber halt Sachen, da haben wir jede Menge von. Also prinzipiell, alles, was man online kriegt, kriegt man auch hier. Ich verstehe. Und manchmal sogar ein bisschen mehr hier, wenn ich Genau, herkomme. manchmal ein bisschen mehr hier. Macht ja viel mehr Spaß mit Anfassen. Genau, da kann man sich angucken, Schachtel in der Hand nehmen und ein paar aufgebaute Sets haben wir ja auch da. Und mal fragen, was man nehmen soll. Apropos fragen. Wenn ich jetzt durch die Tür komme, mich an die Theke stelle und sage, so, pass auf, ich habe seit gestern baue ich wieder mit Lego, ich habe jetzt 3 Sets gebaut, ich möchte jetzt auch mal was anderes machen. Was würdest du mir empfehlen, wo ich jetzt so einen soften Einstieg hier habe? Ja, du kommst dann darauf an, was dein Steckenpferd ist. Wenn du sagst, du hast Architektur oder du hast Technik oder du hast, was weiß ich, Na, irgendwelche Autos und Architektur, sag ich mal, mal. Autos oder Architektur, dann können wir ja Kader oder Moltking empfehlen. Ne? Das ist Würdest du ja. jetzt sagen, dass ich jetzt doch damit dann direkt reinkomme, ohne jetzt zu fluchen oder schlechte Videos zu machen?
Ja, das kommt drauf an. Ne? Wenn du gut bauen kannst, dann kannst du bauen und dann kannst du auch bei den harten Rennen einsteigen. Wenn du keine Ahnung hast, dann muss man halt irgendwelche Sets für dich raussuchen, die auf deinem Level dann Ich verstehe, aber da kann ich starten. dann praktisch auch zu euch kommen und sagen, so Genau, hier, da ich habe kannst du jetzt kommen, ist kein Zweiling Problem. genommen und Haben wir alle da. Also wir haben Technik kompliziert und Technik in einfach. Wir haben große Sets in kompliziert und große Sets in einfach. Also das ist. also verstehe praktisch alles. Wollt ihr mal so ein alles anbieten oder wollt ihr euch auf bestimmte Hersteller? Naja, alles anbieten, Ja, ich weiß, das, wird zu groß, da müssten wir aber. hier Wände rausschlagen und sag mal noch ein paar hundert Quadratmeter anbauen. Na gut, vor 3 Jahren Aber wäre es noch möglich gewesen, aber jetzt mittlerweile wirst du ja überschwemmt. ja. Also ich sag mal, wenn du all anbieten willst, das wird dann echt schwierig. Ne? Da musst du ja schon ein paar gute Sachen rauspicken, was die meisten Leute haben wollen. Und dann versuchst du das. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Nischensachen, müssen wir mal sehen. Je nachdem, wie es in China gerade aussieht, wo der Weg gerade hingeht, oder wenn es ein europäischer Anbieter ist, so wie jetzt hier Kobi oder so, wenn die da jetzt irgendwas Neues haben, dann sind wir da offen. Also ich bin da nicht prinzipiell gegen irgendwas dagegen. Gut, wie ich gesehen habe, weil ich auf der Webseite noch nicht gesehen habe, ihr bietet seit kurzem Einzelsteine an. Genau, wir bieten jetzt Einzelsteine an, im Moment von Kader. Warte mal, das sieht. Ich mache das mal hier. Du machst Schön. das jetzt mal so, Ja, okay. dann sieht das entspannter aus. Sehr schön. Nee, also wir haben jetzt zwei Einzelstände da von Kader. Ich weiß nicht, was wir jetzt haben. Achso, 200. ganz kurz, die sind alle von Kader. Also, das ist Das ist dann. alles von Kader, genau. Achso. Das sind, Qbricks ist noch ein bisschen dabei. Achso. Qbricks ist noch ein bisschen dabei. Und ein abgepacktes Set haben wir vom Steinchen Shop ein bisschen was da. Das sind halt vorkonfektionierte, weiß ich nicht, 30, 20, 50 verschiedene Steine von X, Y. Ja, aber ansonsten kannst du dann hier dir einen Behälter nehmen und dann holst du dir da deine Steine weg, die du da brauchst. Und dann kann Wir ich losmocken. haben auch Felgen, auch Reifen und alles, was man da so brauchen kann. Und wird angenommen oder? Ich selber mocke ja nicht, Also deswegen ich ist sag das mal für mich immer so, nur. da ihr jetzt hier seid, ist seit heute offiziell das Ding da. Vorher war es nicht da. Ich verstehe, also kann man bei den Einzelstellen einfach hierher kommen. Genau, kann man einfach herkommen. Wegen spezielle Steine kann man mal fragen, müssen wir mal gucken, ob wir die rankriegen. Also ich sag mal, wenn es ganz speziell sein soll, dann kann es auch mal ein paar Wochen dauern, weil dann kommt es aus China. Aber so prinzipiell, wenn das gängige Zeug ist, ist das wohl verfügbar. Und ja, also auf kurzfristigen Wege beschaffbar. Verstehe. So, wenn ich herkommen will, von wann bis wann? Wie sind eure Öffnungszeiten? Wir haben immer Mittwochs, Freitags und Samstag offen. Mittwoch und Freitag von 13 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 18. Die anderen Tage, ja, sind wir irgendwie in der Nähe, aber haben wir halt noch unsere andere Firma, mit der wir uns drum kümmern müssen. Da sind wir dann halt involviert da in der Firma. Ich verstehe. Aber ansonsten online Online 24 kein Stunden. Problem, sobald die Bestellung rinkommt, versuchen wir zeitnah rauszuhauen, ist kein Problem. Super, ich sehe auch gerade diese Parkplätze draußen. Darf man die benutzen? Genau, Parkplätze kann man benutzen, ist kein Problem. Ich glaube, jetzt haben wir jetzt 6 oder 7 Stellplätze haben wir jetzt hier draußen. Fahrradständer haben wir auch, falls jemand mit dem Fahrrad kommt. Wird Der wichtig in Berlin, wird wichtig in Berlin, ja. Buslinie fährt auch vor der Tür. S-Bahn ist nicht weit, U-Bahn ist nicht weit. Also, Weidmannsfluss, war ist das hier oder ist das nächste? was U-Bahn? S-Bahn, war das? S-Bahn ist Wittenau. Wittenau, U-Bahn war Weidmannsfluss. S- und U-Bahnhof Wittenau ist Achso, das. okay, ist nicht so meine Gegend, deswegen frage ich über bei Alles dir gut, nach. alles gut, alles gut. Juti, dann noch irgendwas Wichtiges, was du sagen willst, was du unbedingt nochmal raushauen willst, was die Leute da wissen sollen jetzt. Ja, was soll ich sagen? Wir haben eine Öffnung gemacht, kommt vorbei, guckt es euch an, entscheidet selbst. Also, Alles ne? klar. Dann Und weiß ich. gebt uns Tipps, was ihr noch haben wollt, dann können wir dann dran arbeiten. Gut, dann werde ich nochmal kurz einen Rundgang machen, nochmal halt abfilmen und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, was muss oder was nicht muss. Super. Juti, dann danke ich dir erstmal. Danke dir auch. Wieder zu Hause, ja, hier haben wir gestartet, hier endet es auch wieder. Es war großartig, es hat Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, lieber Marco, dass ich in dem Laden schauen, filmen und mit dir quatschen durfte. Wir haben auch nebenbei noch ein bisschen gequatscht. Der Mann weiß, wovon er spricht. Super, also geht mal hin, besucht den Laden.
Link ist natürlich unten mit Adresse. Einfach vorbeischauen, einfach mal ein bisschen stöbern, so wie ich, und vielleicht auch nicht mit so einer wilden Kameraführung. Dafür nochmal sorry. Ich habe mir auch drei Sachen da gekauft. Dort, nicht da, sondern dort. Und ich weiß auch gar nicht warum. Es sind Modulars. Okay, es sind Mini-Modulars, aber Modulars. Einmal, was heißt einmal? Panlos. Das Cinema kostet da 7,95. Dann habe ich gleich, oh nein, Moment, das noch nicht, das kommt zum Schluss. Was haben wir hier? Den Hotpot. Ihr werdet es nicht glauben, auch 7,95. Auch da mitgenommen. Was haben wir hier? 268 Teile und Bass Cinema hatte 254 Teile. Ich glaube, das ist genau die richtige Größe von Modularschienen wahrscheinlich, die ich brauche. Und nochmal das KTV. Ja, ihr werdet raten. 7,95. Wow. Und dann haben die Jungs mir noch eins oben aufgepackt. Und zwar das hier. In dieser wunderschönen Farbe. Den Kosmetikshop. Ja. Auch ein guter Klemmbausteinmann braucht mal einen Kosmetikshop. Und den hier, den hauen wir rein zur Verlosung. Ich würde sagen, jeder, der in die Kommentare den Hashtag Baustein reinschreibt, mehr müsst ihr nicht. Wäre cool, wenn ihr irgendwas anderes schreibt wie Hallihallo und Hopsasa. Der als erster Hallihallo Hopsasa schreibt, kriegt von mir ein Herz. Und dann machen wir, das Video kommt jetzt am Sonnabend raus. Also heute ist Sonnabend. Nee, heute ist nicht Sonnabend, ich schneide noch. Also dann am Sonnabend kommt es raus. Und dann machen wir eine Woche. Ihr müsst Wohnsitz coolerweise in Deutschland haben. Vielleicht auch noch Österreich. Und dann machen wir einfach nach einer Woche eine kleine Verlosung. Und der Name, der ausgespuckt wird, dem schreibe ich an oder sagt mir Bescheid. Und der kriegt dann von mir dieses Set einfach so zugeschickt. Machen wir das so. Und an dieser Stelle nochmal danke. Wie gesagt, das war die Idee der Jungs, mir das Ding da in die Hand zu drücken und sagen, hey, verlos doch einfach. Ist ein cooles Set. Der Marco empfiehlt auch diese Mini-Dinger hier, die machen echt Spaß. Und ich habe drei. Mal gucken. Vielleicht baue ich die in einen Abwasch zusammen. Vielleicht mache ich, ich weiß nicht. Es gibt noch mehr, sehe ich gerade. Juwelier, Tee-Shop, Cake-Shop, Boutique. Wow. Okay, gut. Das ist eine Verlosung. Ich war im Bausteinreich. Schaut vorbei online, beziehungsweise geht in den Laden. Ich bin bequem und bestelle gerne online, aber ich muss sagen, diese Kartons dann auch zu sehen und anzufassen und einfach mal hier auch dieses Geräusch ist einfach großartig. Das war's. Es war ein schöner Ausdruck. Ich denke, ich werde noch ein paar Mal hinfahren. So wie ich gehört habe, gerüchteweise wollen die auch eigene Sets rausbringen. Ich weiß nichts. Keine Ahnung, vielleicht sagt mir Marco irgendwann Bescheid. Ich bin noch mal da. Ansonsten danke und viel Spaß. Ansonsten macht's gut.